Nach langer Zeit habe ich mir mal wieder gedacht, ich müsste mal schauen. Upsala, ich wollte hier raus. Okay. Was es so Neues im Rust Store gibt. Ah, was ist denn das? Go high or die. Ah, verdammt, Alter. Wieder so coole Sachen. Okay, ich werde jetzt erstmal gucken, ob ich irgendwas verkaufen kann. Und dann gucke ich, was ich mir kaufe. Weil. Gegenstand verkaufen. Rust, bitte. So, was haben wir denn hier Schönes? Wir können auch mal gucken, ein bisschen, wie die Preisentwicklung ist. 1,12 €. Oh, ist auch schon wieder runtergegangen. 1,46 €. 52 Cent für das Baklava. 3,99 € für meinen Schlafsack. Oh Gott, wie ich ihn liebe. 1,73 € für die Grimstone Eggs. Okay, das Garagentor ist mega runtergegangen. Das war schon über 2 €, glaube ich. Wie sieht es mit meinem Hammer aus? Und der war auch bei 4 € schon. 3,49 €. Die Pistole ist auch ein bisschen runtergegangen. Ich glaube, die war auch schon. Naja, bei 3,85 € war die schon. 2,03 € für die Pickaxe. 2,15 € für das Tor. Aber den wollte ich eigentlich behalten wegen dem Biohazard-Zeichen. Ich weiß auch nicht. 1,07 €. Was sagt denn hier meine Wunder? Ey, was soll das denn? 1,90 €? Okay. Der Verkäufer zahlt 1,90 €. Ich stimme zu. Die war schon so mega im Keller. Die will ich endlich loswerden. Die Wooden Door. So, 2,20 € für die Kiste. Davon habe ich aber nur eine. 2,25 € für den Teppich. Der ist, den behalte ich. Damit kann ich meine Base schön dekorieren von außen. So. Ich natürlich meine einzige Woddendorfer oder will meine einzige Woddendorfer verkaufen, aber die war so mega schlecht die ganze Zeit. Immer 1,30 € für die Peasant. Oh, das war ja ein mega Fehleinkauf. 1,95 €. Ich habe aber nur einen Ofen. 2,56 €. Für meine geile Valentine MP5. Man weiß es nicht. Was ist das denn? 1,99 €. €1,99 € und dafür kaufe ich mir dann so ein Ding für 1,35 €, glaube ich. 1,99 €. Ich stimme zu. Da würde ich 1,74 € kriegen. Das wären 40 Cent Gewinn. Huhu, mächtig. Okay. Zwei habe ich, die muss ich noch schnell bestätigen. Bestätigung. Mal gucken, ob ich sie loswerde. Was ja ganz nice wäre. So, und jetzt gucken wir mal, was war im Rust Shop einkaufen. Oh nein, die kostet 1,75 €. Oh, ich dachte, die kostet 1,35 €. Sheet Metal Door. Das ist jetzt die Frage. Ich habe eigentlich eine schöne Sheet Metal Door, wenn ich mich nicht irre. Was ist das denn hier? Auch eine Sheet Metal Door, die sieht aber scheiße aus. Scrap Heli Box. Also die werde ich auf jeden Fall nehmen, weil die sieht gut aus. Ist jetzt nicht so mega besonders. Einkauf fortsetzen. Hab schon lange keine Box mehr gekauft. Hä? Ich dachte das. Nö. Ja, und dieses Sheet Metal da werde ich einfach auch kaufen, weil die sieht auch gar nicht so kacke aus. Einkauf fortsetzen. Helikopter Blade. Aber wir könnten ja eigentlich noch mal auf die Schnelle im Markt gucken.
hier unten auf Rust. Dann gehen wir auf Price. Mal gucken, ob irgendwas Günstiges gibt. Was Cooles. Nein. 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 Immer noch nein. Nur Schrott. Nein. Der Operator-Helm, der ist irgendwie witzig. Oh, warte mal, der ist auch schon wieder gestiegen. Scheiße, Mann, hier steht ab 48 Cent. Was soll denn das? Jetzt kostet er schon 60. Also. Das ist ja hier auch aufgetaucht. Playmaker Hoodie. Nee, nicht wirklich. Northwind. Northwind, das ist irgendwie. Sieht das. Nö, das sieht scheiße aus. So, Shotguns. Ich wäre ja eigentlich mal wieder ein bisschen geil auf einen neuen Schlafsack. Für einen guten Kurs. Aber Dreamcatcher hatten wir auch schon. Nö. Wurden diese Destille hier, aber ach, die brauchen wir nicht. Ich glaube, die benutze ich eh nie. Radar Roadside. Nein. Die ist echt mega billig, aber das Problem ist, als Singleplayer wird das eh nicht. Nein. Castle Gate. Also am Anfang gingen die Tore mega geil. Aber jetzt sind die ganz schön im Arsch, die Preise dafür. So. Ja, bald alle unter 1 Euro. Oder ein bisschen über 1 Euro. Military Camo AK-47. Nichts Besonderes, nichts Besonderes. Ich will einen Schlafsack, Mann. Kobalt. Cola Fridge. Okay, den nehme ich mit. Den Kobalt Cola Fridge. Kaufantrag stellen. So, Kobalt Cola Fridge haben wir. Das finde ich witzig. Toupet brauchen wir nicht. €1,15 Snowboy. Pirate Treasure Door. Nein, brauchen wir nicht, brauchen wir nicht, brauchen wir nicht. Dolphin Float. Was ist denn das für ein Schlafsack? Oh mein Gott. Sieht ja schon mal mega männlich aus. Aber ich weiß nicht warum, aber ich finde ihn irgendwie geil.
Sieht aus wie so eine Luftmatratze. Okay, ich kaufe den. Ich weiß nicht warum, aber ich kaufe ihn einfach. Aber dafür, Gegenstand im Inventar anzeigen, verkaufe ich jetzt meinen, den ich echt schon seit Ewigkeiten besitze. Wartet mal. Markt. Den besitze ich jetzt wirklich schon seit Ewigkeiten, den hier. Er sieht zwar geil aus, aber ab 3,99 €. Oh mein Gott, ja. Dann kriege ich dafür 3,48 €. Das wäre natürlich nice. Müssen wir ein bisschen was verticken. Nee, das war es auf jeden Fall erstmal, denke ich mal. Es gibt mal wieder ein paar ganz geschmeidige Skins, würde ich sagen. Ich hoffe, ich finde jetzt nicht für einen günstigeren Kurs. Warte, wir können ja noch einfach noch mal zum Spaß gucken. Kategorie. Was wollte ich denn jetzt suchen? Ach so. Sleeping Bag. Suchen. Nach Preis sortieren. Was haben wir denn da Schönes? Hier ist der Dolphin. Okay. Gab nichts Schönes für einen besseren Preis. Oder für einen etwas höheren Preis. Einwandfrei. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Wenn, dann ciao.